Thierry, Petermann will uns sehen. Und? Sieht so aus, als wärst du drin. Cool. Was hast du ihm erzählt? Die Wahrheit, dass du ein skrupelloses, amoralisches Arschloch bist. Das hat gereicht? Das hat gereicht. Hast du eine Idee, was heute Abend ansteht? Ich hoffe, deine Aufnahme in den engeren Circle. Echt? Herr Winter hat nur in den höchsten Tönen von Ihnen gesprochen. Es freut mich. Ich hoffe, du hast nicht übertrieben, Gregor. Du viens vraiment sans accent. Ich bin im Elsass aufgewachsen. Was verschlägt denn einen Franzosen nach Hamburg? Die Liebe. L'amour toujours. Je t'aime, je t'aime. Du hast versucht, uns zu ficken. Oh. Du willst Kronzeuge werden? Willst du neue Identität bekommen, neues Leben? Hm? Für wie scheiße dumm hältst du uns eigentlich? Ich weiß nicht, ich... Dein Part. Bitte, Thierry. Bitte nicht. Die Sau hat es nicht anders verdient. Tu es. Schade. Vollidiot. Ich wusste gar nicht, dass du so an mir hängst. Klick, klick. Ja, Herr Winter, das war wohl eine Fehleinschätzung. Aber trösten Sie sich, Menschenkenntnis ist eine Gabe. Thank you.
Ich bin wieder da. Interessiert euch nicht weiter, ne? Crystal Burke, Bube, du Weichei. Ich glaube, du spinnst. Du hast einen guten Job gemacht. Mach ein paar Tage frei. Wir kriegen den. Irgendwann. Hallo, Baba? Ja, ich bin noch wach. Nee, ich bin zu Hause. Danke, es geht mir gut. Entschuldigung. Ich war eine Weile weg. Ich hatte gekocht. Das mache ich sonst nie. Shit. Das war blöd von mir. Stimmt. Tut mir leid. Steht die Anlage noch? Vielleicht. Was gibt's? Es ist Dennis Neslem, der Neffe von Tunjai Neslem. Hat gestern auf offener Straße ein Messer in den Rücken bekommen. Blöd für ihn. Er hat's überlebt. Schön für ihn. Du bist ein Tierquäler. Warum bin ich ein Tierquäler? Hast meinen Fischen wie der Crystal Burke vorgespielt. Was stehen hier drauf? Hallo? Ich hab gerade gesagt, es ist der Neffe von Tunjai Neslem. Ich hab's gehört. Ein bisschen mehr Begeisterung wäre schon angebracht. Der Junge hat ein Loch im Rücken. Großartig. Überleg doch mal. Er liegt mindestens 5 Tage im Krankenhaus. Und das Bett neben ihm habt ihr für mich reserviert? Vergiss es. 5 Tage, dann machst du Urlaub. Vergiss es. Mir ist gerade 1 Jahr Arbeit abgeschmiert. Mir auch. Ich war so nah dran. Seit 1 Jahr arbeite ich an Deutschlands größtem Geldwäscher. Da kommst du mit so einer türkischen kleinkriminellen Scheiße? Rassist. Seit Ewigkeiten beißt mir sein Tunjai Neslem die Zähne aus. Wir kommen nicht an den Rand, keine Chance. Der hält alles innerhalb der Familie. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir können einen von der Familie abschöpfen. Willst du so einem irgendeinen blonden Heinz aufs Zimmer legen? Ich will nicht. Was willst du überhaupt?
Wir waren hier ein Dreivierteljahr als Franzose unterwegs. Ich bin dein Chef. Und so fertig wie du aussiehst, passt du sowieso gerade gut ins Krankenhaus. Schluss mit Christa Burke, verstanden? Okay. Was wissen wir über den Jungen? In Frankfurt aufgewachsen, hat vor 10 Jahren seine Eltern verloren bei einem Busunfall in der Türkei. Dann kam er nach Hamburg zu Onkel Tunçay Nesrim. Seit letztem Jahr arbeitet er als Fahrer für ihn. Wer hat ihn abgestochen? Könnte ein Warnschuss der Konkurrenz sein, vielleicht auch eine interne Sache. Vielleicht hat sich auch der Neffe mit dem Onkel verscherzt. Du bist also die große Nummer hier. Was macht er offiziell? Hat ein Restaurant und mehrere kleine Imbisse, importiert Südfrüchte. Aber Haus- und Lebenswandel lassen auf andere Importe schließen. Was sagt der Zoll? Nix. Die finden immer nur Obst und Gemüse. Unterschätzt mir die Südfrüchte nicht. Melonen haben eine immense Gewinnspanne. Er ist vorbestraft. Unfall, 2 Promille Fahrerflucht, das volle Programm. Seitdem braucht er einen Fahrer. Tarık Engin. Ich dachte, der ist in den Mühlen der Bürokratie verschütt gegangen. Bei mir geht nichts verloren. Bin ich auf Bewährung? Noch 6 Wochen. Wer weiß Bescheid im Krankenhaus? Nur der Chefarzt. Was habe ich eigentlich? Ein Peniskarzinom von der Größe eines Blumenkohls. Ich dachte, ich denke mal irgendwas Unauffälliges aus für dich. Muss das sein? Legt ihr hier nach Rassen zusammen? Zufall. Ich krieg das schon hin. Versprochen. In einer Woche haben wir das alles hinter uns. Für immer. Du und Mutter seid mein einziger Schwachpunkt. Onkel. Da können mich meine Feinde treffen. Mann, Onkel. Dann sag mir doch endlich, wer dir das angetan hat. Ich weiß es nicht. Falscher Ort, falsche Zeit, Zufall. Ich will dich doch nur beschützen. Ich will deinen Schutz nicht. Aber wenn irgendwas ist, sagst du es mir versprochen. Ja, ich sag's dir. Schön. Lass es dir schmecken. Na, meine Sonne? Ich dich auch. Mehr als alles auf der Welt. Alter, legen Sie hier eine Rasse zusammen? Scheiß drauf. Ich bin Tarık. Und du? Bak Tarık abi, beni sadece rahat bırakabilir misin? Digga, können wir Deutsch miteinander reden? Mein Türkisch ist nicht so besonders. Haben wir ein bisschen Zeit. Nächste Frage. Und sie dreht sich um den Sport. Wir wollen wissen, welcher norddeutsche Fußballtrainer wird respektvoll auch küssen oder A. Frank Hagelsdorf. Irgendein blonden Heid.
Gut, nochmal zurück. Sie werden wach, der Mann wirkt den Jungen und sie werfen sich auf ihn. Genau. Keine Angst gehabt, dass er vor Schreck sie würgen könnte? In dem Moment nicht. Dann rennt er weg. In den Aufzug. Und haut ab und sie die Treppe runter hinterher. Warum? Wie warum? Ich wundere mich nur. Ich meine, sie haben ja gar nichts mit der ganzen Sache zu tun. Angeblich. Momentchen mal, Sie fordern doch Zivilcourage, oder? Das stimmt, es ist trotzdem seltsam. Sie sind noch auf Bewährung, nicht gerade als Chorknabe bekannt und kaum liegen Sie hier, wird auf einen Landsmann im Bett nebendran ein Mordanschlag verübt, den Sie trotz akuter Blinderbereitung verhindern. Das tut mir furchtbar leid, Herr Kommissar, dass ich geholfen habe, aber das nächste Mal, da schlafe ich einfach weiter. Im Erdgeschoss, da war er dann weg. Einfach so? Entschuldigung. Du hast mir das Leben gerettet. Kannst du mir verraten, mit wem ich es mir da draußen verscherzt habe? Naja, ich habe mir auf dem Kiez bei so ein paar Jungs Geld geliehen und... Mann, ich hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen. Russischen Kassel. Was? Die Art, Geld einzutreiben. Woher weißt du denn das? Das habe ich auch mal gemacht. Und? 2 Jahre Santa Fu. Echt? Siehst gar nicht so aus. Wie sehe ich denn aus? Weiß nicht. Irgendwie ehrlicher. Ja. 50.000. Was? Meine Schulden. Das ist ein Haufen Asche, Mann. Ja, aber ein paar Tagen bin ich die wieder los, ganz sicher. Du hast sie denn gebraucht? Ich hab's halt gebraucht. Hey, ich würde gern wissen, wofür ich meine Rübe hingehalten hab, okay? Ist was Privates. Nichts Illegales, wenn du das meinst. Gut. Lange kenne ich nicht. Jetzt haben wir den Mordkommissar am Hals. Ich wollte sowieso nicht hierher. Wollte der ihn ermorden oder nur Angst machen? Ermorden? Super. Um sein Vertrauen zu gewinnen, ist das doch perfekt. Hätte man gar nicht besser planen können. Glaubst du ihm die Geschichte mit dem Geld? Weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn du mir Geld schuldest, dann jage ich dir ein Messer in den Rücken. So als Warnung. Aber ich schicke dir doch nicht 2 Tage später einen Killer in den Hals. Das macht doch keinen Sinn, oder? Und warum leiht er sich das Geld nicht bei seinem Onkel? 50.000 sind doch ein Klacks für den. Der wollte einfach nicht, dass sein Onkel irgendwas erfährt. Vielleicht hat seine Freundin was damit zu tun. Hast du die gesehen? Leider nicht. 0172 517727. Ihre Nummer. Sag mal, sein Onkel muss dem Retter seines Neffen ewig dankbar sein, oder? Nix da. Cenk. Ist mal wieder ein typischer Uwe. Alles ganz easy. Gehst mal 5 Tage ins Krankenhaus, ein bisschen lauschen und wenn sich dann die Chance ergibt, kann Cenk ja mal gucken, ob er nicht von Mafia-Papi adoptiert wird. Ich habe die nächsten 3 Jahre sowieso nichts zu tun. Hast du jetzt aber schön gesagt. Ein Skandal, dass hier Kriminelle ein- und ausgehen, die meinen Jungen ermorden wollen. Ich werde dieses ganze verdammte Krankenhaus verklagen. Die Polizei hat jetzt rund um die Uhr einen Beamten. Das ist mir scheißegal. Ich leg doch das Leben meines Jungen nicht in die Hand von so einem. Jetzt geben Sie mir den Bericht, den er unterschreiben muss, damit ich ihn mitnehmen kann. Aber sofort. Entschuldigung, wer bist du denn? Hey.
Das ist der Mitpatient, der Ihren Neffen gerettet. Bravo, ihr habt ihn, Nine. Es tut mir leid. Ist schon okay. Das hätte jeder getan. Tun Sie nicht, Ram Salam. Dargängen. Was Ernstes? Verdacht auf Blinddarm, aber das geht schon. Wenn Sie mal Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Danke, aber jeder kann mal Hilfe gebrauchen. Also, da gibt es tatsächlich etwas. Ich suche Arbeit. Chef und die gute Seele des Ladens. Hey, was ist denn? Warum läuft das nicht mehr? Er hat dir alles Nötige beibringen. Ja, Sicherheiten. Genau, mal sehen. Emmy! Mann, eine Freundin, Scheiße! Nicht das erste Mal, Mann! Ich bin doch hier! Ist okay? Ich wollte das nicht mehr Scheiße! Hab ich aber noch nie gemacht, Döner. Oh, Mann, was soll das denn? Einmal, ich bin zu Geld! Einmal! Warte mal, Mann! Sen, ne zaman burada çalışıyor? Seit wann ich hier arbeite? Denn dein Türkisch ist viel schlechter als mein Deutsch, weißt du. Der Tuncay, der Chef, hat mir Arbeit gegeben hier. Vor 4 Monaten etwa. Der ist ein guter Mann. Was haben Sie vorher gemacht? Ich hatte ein eigenes Restaurant. Aber das Leben. Was? Kühlraum. Unten im Keller. Alter, ich kann keinen Döner mehr sehen, Mann. Ich verstehe nur die Hälfte. Ich habe keinen Bock mehr. Ich finde Döner ja sehr schmackhaft. Dann können wir ja tauschen. Irgendwas Auffälliges? Nee. Außer einer Fleischlieferung. Da kamen ein paar Kisten und ein Koffer. Das Ding checke ich morgen aus. Schade, dass er dir in den Elbstuben keinen Job angeboten hat. Die gehören ihm auch. Die machen eine Fischplatte, da könnte ich mich reinsetzen. Mach's doch.
Wo wohne ich eigentlich als Tagegängin? Hermannstraße 55, Wilhelmsburg. Sehr gute Lage, voll eingerichtet, sehr stilvoll. So, ja klar. Wilhelmsburg, Wehrmannstraße 55. Okay, bis gleich. Selam. Hallo. Geht's? Gut, danke. Wollen Sie was trinken? Du musst mich nicht siezen. Du hast das Leben meines Sohnes gerettet. Was hast du denn da? Raki? Ist immer gut, aber pur. Die Wohnung hat mir mein Bewährungshelfer besorgt. Nicht so geil, aber billig. Vielleicht kannst du dir bald was Besseres leisten. Wenn ich Leute einstelle, will ich genau wissen, mit wem ich das zu tun habe. Und ich will wissen, wie sie wohnen. Ob ich ihnen vertrauen kann. Ich bin misstrauisch, man könnte auch sagen altmodisch. Hallo Baba. Mein Vater. Ich habe gerade Besuch. Vielen Dank. Ich melde mich später. Danke. Der gute Erdal hat deine Arbeitsmoral gelobt. Mein Vater sagt immer, scheißegal, was du machst. Gib 100%. Weiser Mann. Du hast auf dem Kiez gearbeitet. Warst im Knast. Und als du mich nach Arbeit gefragt hast, da wolltest du eigentlich kein Dönerfleisch schneiden. Alles andere hätte mich auch enttäuscht.
über dich schlau gemacht. Über dein Wesen. Über deinen Charakter. Wer du so bist. Dennis hat auch so einen. Wie geht's ihm? Schon besser. Der muss sich noch ein paar Wochen schonen. So lange übernimmst du seinen Job. Morgen früh um 10 geht's los. Wenn ich dich nicht brauche, kannst du den Bank privat nutzen. Ich hab Hunger. Oh, schönes Ding hier. Ich hab die besten Köche. Wissen Sie eigentlich, hast du eigentlich eine Idee, wer der Typ im Krankenhaus war? Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie ich Dennis beschützen soll, wenn er mir nicht sagt, wer seine Feinde sind. Er denkt, er ist stark. Ist aber nicht. Kein Wunder, wenn man seine Eltern so früh verliert. Dann ist man schwach und braucht Schutz. Deswegen habe ich ihn zu meinem Fahrer gemacht. Da habe ich ihn in meiner Nähe und kann auf ihn aufpassen. Der da oben hat uns leider keine eigenen Kinder geschenkt. Hey, Frau. Herr Staatssekretär, Sie waren zufrieden? Ja, danke sehr. Sehen Sie uns bald wieder. Schönen Abend noch. Staatssekretär. Wo war ich? Dennis. Dennis, ja. In letzter Zeit ist er mir manchmal ganz fremd. Vielleicht ist er verliebt. Das wüsste ich. Wenn du mich fährst, musst du was Anständiges anhaben. Schwarz. Über deine Aufgaben unterhalten wir uns später. Geht klar. Wahrscheinlich gefälscht. Woher siehst du das? Wie bist du da überhaupt reingekommen? Du
Das sehe ich nicht, das denke ich mir. Warum sollte man sonst einen Koffer voller Platinen im Kühlraum verstecken, oder? Weil sie geklaut sind? Ja, mag sein. Übrigens, vielen Dank für den Wecker. Habe ich persönlich ausgesucht. Ich habe dich was gefragt. Wie bist du da überhaupt reingekommen? Ich bin da halt reingekommen. Spinnst du? Du bist verdeckter Ermittler und Hauptkommissar, nicht irgendein Krimineller. Hast du dabei vielleicht doch mal an mich gedacht? Ja, die ganze Zeit. Ich mache dich darauf aufmerksam, dass es laut § 123 StGB und § 242 StGB verboten ist und als unrechtmäßiger Beweis vor Gericht auch nicht verwendet werden kann. Gib her. Kannst du für mich jemanden abchecken? Ein Typ, 70, er hat Erlöse mir, arbeitet im Dönerladen und pennt in der Vorratskammer. Vielleicht als Nachtwache? Steckt was anderes dahinter. Gibt's was Neues von den Mädchen? Die Nummer gehört zu einem Prepaid-Handy. Das hat dein Romeo seiner Julia gekauft. Ganz schön clever. Schick. Danke. Komm rein. Stell dir meine Frau vor. Vielen Dank. Karıcığım, işte bu Tarık. Eşim Lilian. Sprich langsam mit ihm. Sein Türkisch ist miserabel. Und warum ist sein Türkisch so miserabel? Mein Vater hat nur Deutsch mit uns gesprochen. Komm, setz dich. Hey, mein Lebensretter. Geht es? Klar. Danke. Und was ist mit Ihrer Mutter? Meine Mutter ist früh verstorben. Das tut mir leid. Das ist nicht leicht, ohne Mutter groß zu werden. Deswegen sagen die Deutschen auch Muttersprache. Wie geht's deinem Rücken? Okay. Aber wenn's nach meinem Onkel geht, werde ich dieses Haus eh nie wieder verlassen, also. Dennis, ich mache mir einfach Sorgen um dich. Das nonstop seit 10 Jahren. Ach, Dennis. Gehört er da längst zur Familie? Ein Freund hat mir von ihm erzählt. Tragische Geschichte. Hat sein Restaurant verloren, seine Frau ist gestorben. Ich wollte ihm einfach helfen und habe ihm den Job gegeben. Echt ein Menschenfreund, mein Onkel. Wo ist dein Problem? Wo mein Problem ist? Ich stehe hier wie im Knast, das ist mein Problem. Knast? Das ist was ganz anderes, mein Junge. Pack doch mal Tarık. Komm, ich zeig dir den goldenen Käfig. Fünf Minuten. Hast du ihm was von den 50 Riesen erzählt? Nee. Er darf davon nie was erfahren, versprich mir das. Wie du willst. Danke, ich habe aufgehört. Aber sich dafür umbringen zu lassen? Doch hier keiner an mich ran. Der hat mich doch weggesperrt. Echt? Wie ein Kleinkind behandelt er mich. Gibt's was Neues wegen der Kohle? Wart noch auf den Rückruf. Wie findest du eigentlich deinen neuen Job? Besser als den alten. War ja auch meine Idee. Das war deine Idee? Klar. Cool, Mann. Danke. Finde ich irgendwie cool, dass du jetzt mein Nachfolger bist. Findest du das okay so? Super. Perfekt. Jo, Mann, ich muss los. Thank you.
Wenn ich was für dich abgeben soll, kein Problem. Dann musst du nicht immer... Manches erledige ich lieber selber. Halt an der Ecke vorne an. Ist dein Rechner kaputt? Was? Nein. Eventuell ein neues Geschäftsfeld. Wusstest du gar nicht, dass du mit Technik handelst? Warum nicht? Also wenn im Knast von Import-Export die Rede ist, dann... Meinen alle gleich Waffen, Drogen, Nutten. Hm? So ähnlich. Wenn du in dieser Ecke arbeiten willst, bist du bei mir vollkommen falsch. Vielen Dank. Wenn du Hunger hast, sag in der Küche Bescheid. Gerne. Ich hab noch einen kurzen Termin, dann können wir los. Kunjai. Gregor. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Setz dich. Ja. Zwei Espressi. Das ist für dich. Ehrlich. Aber mal durchschauen. Ich kann jetzt doch nichts essen. Hab vergessen zu tanken. Ich bin gleich wieder da. Petermann und Tunja haben was am Laufen. Ihr wisst das nicht? Das ist verdammt nochmal euer Job, das zu wissen. Verfluchte Scheiße, und zwar bevor ihr mich da reinschickt. Man kann da sehr schnell draufgehen. Aber ihr Warmduscher im Revier interessiert euch ja nicht für sowas. Ist gut jetzt. Es ist überhaupt nichts gut. Scheiße ist das. Wir hören auf. Was soll das denn? Das Risiko ist zu groß. Willst du mich verarschen? Jetzt mal ganz ehrlich, wie lange kennen wir uns schon? Willst du mich verarschen? Nein. Scheint ein ziemlicher Motivationsschub zu sein, dass du wieder an Petermann dran bist. Ich will wissen, was er und Tunja am Laufen haben. Vielleicht wäscht Tunja sein Geld über ihn. Das hätte ich wissen müssen. Anscheinend nicht. Wo ist der Unterschied? Das eine ist echt, das andere ist falsch. Die kostet im Einkauf 10 Euro, die hier knapp 1000. Na klar. 10 am Einkauf, 1000 am Verkauf. Warum dann noch Waffen und Drogen? Das Original hast du eine Garantie von 5 Jahren. Der Chinese hält im Schnitt 6 Monate. Die werden in Netzwerke eingebaut, Autos, Flugzeuge. Wenn du von Hamburg nach Istanbul fliegst und der Freund hier schlapp macht, dann macht's Platsch und du landest im Roten Meer. Mhm, im Schwarzen. Ja. Zum Thema Made in China habe ich noch ein Geschenk für dich. Ein kleines Filmchen aus den Elbstuben. Mit Nesem, den beiden Chinesen und Gregor. Du weißt, dass das rein rechtlich äußerst fragwürdig ist. Fragwürdig ist gut. Du dein ewiger Technikkram. Angucken würde ich es mir trotzdem. Hallo, Dennis.
Hey Tarek, kannst du mich abholen? Bei deinem Onkel? Heute Abend, Reeperbahn, um 10. Bist du abgehauen? Bitte, Tarek. Was ist? Scheiße ist. Was ist los mit dir? Alles okay. Ja. Alles unterschrieben. Mhm. Gut. Aus wie ein Taxi? Ander wohnt ein Kumpel. Nenn mir einen einzigen Grund, warum ich dich nicht sofort zu Tunja zurückfahre. Weil du kein Arsch bist. Verdammt. Ja, weil ich kein Arsch bin. Deshalb helfe ich dir? Damit du deinen Onkel und deine Tante ins Unglück stürzt und dich selbst in Lebensgefahr? Du bist doch gekommen, oder? Und hier geht's nicht zu meinem Onkel. Mann, bitte. Ich schalte da nicht mehr aus. Mir aber auch alles erzählen. Ich habe heute einen Anruf bekommen. Morgen kriege ich die Kohle. Von wem? Na, von den Fridis. Die mich seit Tagen schon vertrösten. Ich habe schon gedacht, die hätten mich gefickt. Haben sie aber nicht. Wer sind die Fridis? Na, die Fridis halt. Ist doch egal. Wozu brauchst du die Kohle? Schulden bezahlen. Dann gibt's auch gar keinen Grund mehr, mir einen Killer auf den Hals zu schicken. Und dann ab auf die Sonnenseite. Sonnenseite. Wo ist die? Mann, Tarek. Meine Freundin, wir haben uns geschworen, dass wir niemanden einweihen. Bitte. Ihr wollt zusammen abbauen. Raus aus dem ganzen Scheiß. Ich will mein eigenes Leben. Mike ist für 2 Wochen in Urlaub gefahren. Deshalb habe ich den Schlüssel. Musst du dich nicht noch schonen? Ich schon mich, wenn wir weg sind. Eichen. Wie lange seid ihr zusammen? Fast ein Jahr. Scheiße, Mann. Ich dachte, du bist Türke und kein Holländer. Unser Liebesnest. Wo steht denn das Ding? An einem ehemaligen Campingplatz am Elbstrand. Total schön, total einsam da. Boah, schmeckt er zum Kotzen. Warum müsst ihr euch verstecken? Ihr Vater steht nicht so auf mich. Wie weißt du, warum das denn? Weil er ihr Vater ist. Dagegen, wenn ich mich hier irgendwo aufs Sofa hole? Brauchst nicht, ich komm schon klar. So wie im Krankenhaus. So wie dich habe ich mir immer meinen großen Bruder vorgestellt. Klingt irgendwie schwul, oder was? Schnick, schnack. Ich will schon da sein. Nein. Morgen früh um 10. Okay. Danke.
So, Marktstraße 12. Ich brauche zwei Zivile, die sollen ihn observieren. Ich will wissen, wo das Geld herkommt. Pass auf, Romeos Julia hat übrigens auch einen Namen. Der ist Aische. Aische mit Y-T. Check doch mal die Konkurrenz von Tunja Nesedem ab. Vielleicht gibt's da irgendjemanden, der eine Tochter in demselben Alter hat. Zwei verfeindete Clans, zwei Kinder, die sich lieben, was weiß ich. Es gibt ein Café gegenüber, wir treffen uns morgen früh um 7. Toilette geht in Ordnung, okay. Finde mal raus, wer dahinter steckt. Freut mich auch, dich zu sehen. Freut mich, dass du dich freust. Was weißt du über Emmy? Wer ist Emmy? Ja, da ist Emmy. Der Dönerladen? Ach so, der ist sauber. Hatte ein kleines Restaurant, konnte einigermaßen von leben, bis er sich mit 50.000 verschuldet hat. Seitdem geht's bergab. Warum hat er sich verschuldet? Keine Ahnung, Datenschutz. Seine Frau kam mit der neuen Lebenssituation nicht zurecht, hat sich vor allem noch umgebracht. Tabletten. Du arbeitest bei Tunja jetzt. Bist du zufrieden? Geht so. Und Sie? Geht so. Warum haben Sie damals das Restaurant verkauft? Ich wollte zurück in die Türkei mit meiner Frau, aber das Geld ist alles weg. Warum? Schlechte Menschen eben. Und Ihre Frau? Sie ist gegangen. Ich überlege auch, ob ich zurückkehren soll. Beispielobjekt. Warte mal. Schau, das ist das richtige Haus. Gece Kondo. Schweine. Tu das nicht. Tu's nicht. Guten Tag, mein Name ist Tarık Engin. Ich habe Ihre Nummer von dieser Broschüre über diese Traumhäuser in der Türkei. Also ich wäre daran interessiert. Heute um 12. Ja, super. Okay. Es bleibt dabei. Zwischen 11 und 12. Ich bin gleich da. Zweiter Stock. Entschuldigung, ich habe um 11:30 einen Termin mit meinem Bewährungshelfer. Ist das okay? Sag ihm ab. Du hast doch einen Job. Ich will, dass du Dennis suchst. Altona Schanze, Kiez, geh durch Cafés, Kneipen, Spielhallen und diese Rollbrettplätze. Mach ich. Lass mich hier raus. Und ich will erst wieder was von dir hören, wenn du ihn hast. Ist das klar? Was will er denn da? Zwischen 11 und 12, ein Treffen oder was weiß ich. Uwe, ich brauche ein paar Leute hier. Ich kann dir kein zweites Team schicken. Soll ich Leute herzaubern? Ist Dennis noch in der Wohnung? Ja, klar. Schick einen von den Jungs vorbei. Die arbeiten hier allein, das weißt du. Eine Minderheitenerfahrung kann den Jungs nicht schaden. Schafft Toleranz für ausländische Kollegen, gell? Na gut, aber nur kurz. Maximal eine Stunde. Das darf ich eigentlich gar nicht. Vergessen Sie den grauen Alltag und tauchen Sie ein in Ihr neues Leben. In einer Welt voller Harmonie und Lebensfreude. Durch innovative Finanzierungsmöglichkeiten muss der Traum vom ewigen Urlaub kein Traum mehr bleiben. Sichern Sie sich jetzt Ihren exklusiven Platz im Paradies. Sichern Sie sich jetzt Ihr Leben auf der Sonnenseite. Das sieht ja verlockend aus. Mal unter uns. Es gibt da so einige Gesetzeslücken in Deutschland, die sind bares Geld wert. Sehe ich auch so. Staatliche Darlehen, Steuersparmodelle, Abschreibungsmöglichkeiten. Ein Beispiel. Sie kaufen bei uns eine Luxusvilla für 100, ja? Die ersten 50 zahlen Sie an. Die zweiten 50 finanzieren wir. Das Tolle daran, die können Sie als Sonderausgaben geltend machen. Und wenn Sie Ihre Villa zum Beispiel die Hälfte des Jahres als Ferienwohnung vermieten, dann haben Sie 26 Wochen mal 1.500 abzüglich Festkosten. Das heißt, nach 2 Jahren sind Sie schuldenfrei. Aber was ist, wenn ich die 50.000 nicht auf Tasche habe? Dann finanzieren wir Ihnen ganz 100.000.
Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist, sich diese 50 für ein paar Tage zu leihen. Bei der Familie, bei Freunden. Notfalls gehen Sie zu einem Kredithai. Ich habe das genauso gemacht. So funktioniert das. Eine Woche nach der Anzahlung steht Ihre Finanzierung über 100.000. Davon gehen die ersten 50 ins Haus. Die zweite 50 bekommen Sie so auf die Hand. Wir nennen das Kickback. Kickback. Aber wir wollen doch die deutschen Steuervorteile nutzen. Und das geht eben nur, wenn die Finanzierung über eine deutsche Firma läuft. Und die verlangen diese Anzahlung als Sicherheit. Deutsche halt. Das sind unsere deutschen Partner. Sehr zuverlässig. Absolut seriös. Ja, okay. Was? Sicher? Ja, okay. Danke, ja. Die Maklerfirma läuft auf einen Halil Yilmaz, Schwager von Tunca Nesrim, mit Wohnsitz in der Schweiz. Hier. Die A&P im Finanz Hamburg. Geschäftsführer, mein Freund Gregor Winter. Inhaber, mein spezieller Freund Andreas Petermann. Ich fasse es nicht. Ich habe für die A&P Buchung vorgenommen, Geld angelegt, alles Mögliche, monatelang. Ich habe nichts von dieser Connection gewusst. Das ist es ja gerade. Petermann, das Brillant seiner eigenen Leute. Nichts voneinander wissen zu lassen. Nesrims Drückerkolonnen quatschen naive Türken zu und verkaufen ihnen den Traum vom Eigenheim in ihrer Heimat. Und damit alles schön seriös aussieht, finanziert die deutsche A&P Immofinanz alles. Was bleibt dem dummen Türken am Ende? Schulden ohne Ende und Gece Kondo. Was? Gece Kondo, eine über Nacht aufgestellte Schrottimmobilie. Ich dachte immer, ihr Türken haltet zusammen. Mhm. Bei Fußball und Eurovision vielleicht. Ja, aber das mit den 50 hier und 100 da, das begreife ich trotzdem nicht. Gib mir mal ein Fouvier. Du willst dir ein Haus kaufen? Kostet dich 100. 50. Musst du anzahlen. 50. Kriegst du finanziert. Du hast die 50 nicht? Kein Problem. Musst du dir nur für eine Woche leihen. Die nehme ich zurück. Als Sicherheit. Für die Finanzierungsgesellschaft. Und beschaff dir einen Kredit über 100. Aber wenn ich dir 50 gebe und du gibst mir 100, wo ist denn da der Witz für dich? Der Witz ist, dass du auch diese 50 nicht bekommst. Denn stattdessen schicke ich dir einen netten Brief, wo drin steht, dass die Finanzierer nicht mitspielen. Und dir nur 50 bewilligen statt den 100. Und dann hast du im Handumdrehen 100.000 Miese. Ich würde dich verklagen. Kannst du gerne machen, aber du hast einen Vertrag unterschrieben. Und wenn du das Kleingedruckte nicht liest, bist du selber schuld. Dann gehe ich in die Öffentlichkeit. Nicht, wenn du Türke bist und dich für deine Naivität in Grund und Boden schämst. Was ist? Ich glaube, Dennis ist seinem Onkel auf den Leim gegangen. Warum ruft jemand Dennis an und verspricht ihm die 50 Riesen? Hast du was von dem Zivilen gehört? Nein. Okay. Ist aber schon klar, dass du nicht dein Kindergärtner bist. Ey, was mit meinem Puffi? Thank you.
Dennis! Dennis. Schmeißen Sie ihn raus, machen Sie das Ding da oben aus und lassen den Raum im Hintergrund räumen. Ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Ich glaube, das ist so ein Türkending. Ihr bringt doch sogar eure Schwester um, wenn sie mit dem Deutschen vögelt, oder? Na komm schon, mach dein Maul auf. Warum retten Sie ihm zuerst das Leben? Und ermorden ihn dann. Merken Sie nicht, dass Sie ganz tief in der Scheiße hocken. Toter, zusammengeschlagener Polizist, wie auch immer der da hinkam. Das finden wir noch raus. Das war derselbe Typ im Krankenhaus. Ach, hören Sie mir doch auf mit dem großen Unbekannten. Das hat so einen Bart. Alleine drin ist die Informatik. Ja, doch nicht jetzt. Wenn ich so könnte, wie ich wollte. Ich schwöre, ich würde dir deine Hackfresse einschlagen. Fürs Protokoll. Der Beamte sagt, wenn er so könnte, wie er wollte, würde er meine, Zitat, Hackfresse einschlagen, Zitat Ende. Was ist denn hier los? Hauen Sie ab, Schneider. Ich habe mir gerade den Finger umgedreht. Sie können natürlich gehen. Ich bitte, das Verhalten meines Kollegen zu entschuldigen. Tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld. Wenn es dasselbe war wie im Krankenhaus, dann heißt das jetzt, dass russische Inkassor auch vor Mord nicht mehr zurückschreckt. Die sind doch nicht blöd. Das im Krankenhaus war kein Geldeintreiberjob. Und das sollte auch nicht. Sondern? Der Anruf. Und ihm die 50.000 zu versprechen, das war eine Falle. Von irgendjemandem aus Petermanns Kreis. Nicht paranoid werden, ja? Wer sollte denn bitte den Neffen vom Geschäftspartner umbringen lassen? Ich weiß es nicht. Wenn ich den zweiten Zivilen nicht abgezogen hätte. Du hast den nicht abgezogen, ich hab den abgezogen. Was war in der Passage los?
Er hat gelesen, über eine Stunde. Guck mal, ob dir jemand bekannt vorkommt. Nee. Tut mir leid. Der Leviathan. Was? Das ist ein Buch. Da geht es um einen Koranverkäufer, der durch eine Seereise zu einem glücklichen Menschen wird. Bis er irgendwelche unechten Korallen verkauft, seine Kunden krank werden, er wieder abhauen muss, an Bord springt und inmitten von echten Korallen stirbt. Falsche Korallen, falsche Platinen, falsche Traumhäuser. Insulde? Fühlst du das? Wer hat ihn umgebracht? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ich weiß es nicht! Ich darf doch sehr bitten. Was? Was? Was bitten? Wer bist du denn, dass du mir was vorschreibst? Was? Wer hat das meinem Sohn angetan? Wo wollte er hin? Wohin? Ich weiß es nicht. Als ich mit ihm im Garten war, sagte er, er möchte auf die Sonnenseite. Auf die Sonnenseite? Auf die Sonnenseite? Nichts. Raus! Verpisst euch! Was guckst du mich so an? Raus aus meinem Land! Du! Raus! Aua! Du auch! Alle raus! Raus! Wer da hinten ist? Warum hier? Hier nehmen wir ihn heute Abend hoch. Mit SEK und allem. Das ganze Besteck. Der Frachter Leviathan kommt aus Shenzhen, China. An Bord Orangen und Kiwis für den Obst- und Gemüsehandel Nesrim. Heute Abend um 11 legt er hier an. Um 10:30 soll ich ihn abholen. Erinnerst du dich noch an den Typen von den Fotos vom Einkaufszentrum? Der sich so gegen das Geländer gelehnt hat? Das ist der zuständige Kollege vom Zoll. Der weiß ganz genau, wo er jetzt nicht hingucken darf, wenn er seine nächste Rate für seinen Porsche noch bezahlen können will. Wow. Das war verdammt gute Arbeit, Schenk. Haben die Kollegen Aisha gefunden? Die erreichen die nicht. Handy ist aus, sie haben kein Foto. Die bezweifeln langsam, ob es diese Freundin wirklich gibt. Wir sehen uns später. Ich krieg noch 50 Euro von dir.
Wir haben uns im Krankenhaus kennengelernt. Weißt du, dass der ihn gerettet hat? Du weißt aber nicht wirklich, Aisha, oder? Jenny Petermann. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Mein Vater hat mich mal zu einem Termin mitgenommen. In die Elbstuben. Das ist so ein Restaurant. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Er stand draußen am Auto. Ganz allein. Das war wie im Film. Wo man immer sagt, das gibt's im echten Leben gar nicht. Und dann? Als ich meinem Vater gesagt habe, dass ich einen türkischen Freund habe, der hat mir verboten, ihn zu sehen. Einfach so. Dabei hat er ihn nie kennengelernt. Dennis' Onkel wollte, dass er eine türkische Frau findet. Dann habt ihr Aisha gefunden und wollte zusammen abhauen, oder? Ich habe bei meinem Vater so eine Broschüre gefunden. Traumhäuser in der Türkei. Die Sonnenseite. Dennis hat den Kauf über Mikes Namen abgewickelt. Damit mein Vater uns nicht über die Verträge findet. Dann hat sich Dennis die 50.000 auf dem Kiez geliehen. Ja, klar. Und dann hatte er das Messer am Rücken. Da bin ich gleich zu meinem Vater und habe ihn um das Geld gebeten. Dennis wollte das nicht, aber ich habe mir so Sorgen um ihn gemacht. Und mein Papa hat gesagt, er kümmert sich um alles. Vorne ist das Bad und im Kühlschrank sicherlich auch noch was. Bei mir wird es spät heute. Im Mittel das Bett, ich hau mich dann später auf die Couch. Danke. Das will ich nicht tun. Damit können sie dich orten. Und die Polizei sucht dich mit Sicherheit. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Wenn was ist, ruf ich dich hier an. Die Nummer hat sowieso keine. Das ist meine Handynummer. Bis später. Dennis ist nicht unser Fall. Aha. Zu wem habt ihr mich denn aufs Zimmer gelegt? Und wer hat mich vor allem da reingebracht? Jetzt, wo er tot ist, ist er nicht mehr unser Fall, oder was? Genau. Arschloch. Du kotzt mich an mit deiner verdammten Selbstgerechtigkeit! Ich bin Sesselfutter und Arschloch, wenn sich deine Legenden kreuzen. Und was machst du? Du versteckst die Tochter deines Chefs aus der einen Legende in deiner Tarnwohnung aus der anderen Legende. Das ist so bescheuert, da fällt mir überhaupt nichts mehr zu ein. Was hätte ich denn tun sollen? Die gehört von der Mordkommission vernommen, weiter nichts. Petermanns Anwälte hätten sie innerhalb einer Stunde rausgeholt. Selbst wenn. Was heißt hier selbst wenn? Du weißt doch selber, dass Petermann Dennis hat umbringen lassen. Beweise, Herr Batou. Wir ziehen das hier durch. Und dann reden wir nochmal. Solange ist die Kleine bei mir in Sicherheit. Lass mal hören. Arschloch. Selber. Hey Gregor, ich bin's, Thierry. Bist du noch im Büro? Kann ich meine Sachen heute Abend abholen? Okay.
Zu Petermann? Bis später. Spinnst du jetzt? Hör mal, liegst du noch richtig? Ich überbrück doch nur die Zeit. Cenk, verarsch mich nicht. Entspann dich, ich weiß, was ich tue. Und was bitte soll das sein? Vertrau mir einfach. Minuten, dann will ich deine Fresse hier nicht mehr sehen. Ich hätte da fast dein Haus gekauft. Bist ja noch bekloppter, als ich dachte. Wie viel habt ihr von dem Short eigentlich verkauft? Keine Ahnung, viele. Wir kümmern uns nur um die Finanzierung. Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Da bin ich jetzt aber gespannt. Könntest du für mich herausfinden, ob ein Erdal Özdemir bei euch ein Haus gekauft hat, ist der Onkel meiner Freundin. Warum hast du Arsch nicht abgedrückt? Weil ich keinen Menschen töten kann. Hättest du ja auch nicht. Doch. Da drin schon. Und ich dachte, du wärst ein harter Junge. So. Onkel Ösi, das schauen wir doch gleich mal. Erdal Özdemir. Onkel Ösi schuldet uns noch 48.000. Und weil du es bist, setze ich jetzt gleich mal unsere Freunde vom russischen Kass auf ihn an. Guck mal, es geht ganz schnell. Zack, bumm, schon ist fertig. Jürgen, ich bin's, Uwe. Danke, gut. Ja, und dir? Okay, ja. Du, ich brauche einen Durchsuchungsbeschluss für das A&P Finanzhaus Petermann in Hamburg. Nein, rückwirkend. Und zwar? Pflege abends immer alles abzuschließen. Scheiße. Suchen Sie was Bestimmtes oder wollten Sie sich nur einen groben Überblick verschaffen? Ihr wollt in die Finanzhausdatenbank. Ach, wie ist er denn überhaupt in das System gekommen? In den Idioten vorgespielt, von wegen, irgend so ein armer Kanacke hätte sich ein Haus gekauft. Chiri, keine Brille mehr? Für wen arbeiten Sie denn? Verfassungsschutz? BKA, LKA? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja. Okay. Ich arbeite im Auftrag von Tunjay Nesrem. Bitte? Herr Nesrem möchte wissen, auf welchen Wegen hier Geld gewaschen wird und ob Sie ihn bei den Immobilien übervorteilen. Mhm. Ja, weiter. Ich bin ganz Ohr. Sie haben mich 3 Tage zu früh rausgeschmissen. Monsieur arbeitet also für die Türken. Es ist aber nicht die feine Multikulti-Art, Leute zu sabotieren, mit denen man gute Geschäfte macht. Es ist auch nicht die feine deutsche Art, mit Türken Geschäfte zu machen und den türkischen Lover der eigenen Tochter umbringen zu lassen. Ja, sehen Sie, genau da liegt das ganze Problem mit diesen Südländern. Die bringen das immer durcheinander. Das eine ist Geschäft, das andere ist privat. Das sind 2 völlig verschiedene Universen. Dunjanese, möchten Sie mit ihm sprechen? Nein. Ich glaube, wir machen jetzt noch mal so eine kleine Spritztour wie letzte Woche. Aber vergessen Sie nicht wieder die Kugeln, Herr Winter. Vielleicht noch ein kleines Bonmot zum Abschied? Mein Großvater sagt, fäll nie den Baum, der dir Schatten spendet. Und ich bin jetzt der Baum. Und wenn der Baum fällt, begräbt er die süße Jenny unter sich. Sie haben noch nicht geglaubt, dass ich ohne einen Trumpf im Ärmel zu Ihnen komme. Es funktioniert nicht. Was kauft er dir nicht ab? Hoppla, jetzt habe ich Geschäftliches doch mit Privatem vermischt. Sie bluffen. So fällt mir die Nummer aber garantiert nicht ein.
Jenny? Papa? Sie können den PIN natürlich aus mir herausfoltern. Aber dann wird der kleinen Jenny das Gleiche widerfahren. Oder wir fahren dorthin, wo wir sie festhalten. Dann kriegen Sie Ihre Prinzessin zurück und Tunjai Neselem seinen Mitarbeiter der Woche. Eine klasse Win-Win-Situation, finden Sie nicht auch? Ich kriege noch einen Nervenzusammenbruch. Na? Alles klar? Alles klar, alles sehr gut, läuft alles genau nach Plan. Und wo ist sie? Da im Container. Frau Steinkiri. Ihr bleibt hier, kein Alleingänger. Wo ist sie? Tarek, wo warst du? Was wollen Sie hier? Wo ist Jenny? Wer? Nesrim, wo ist Jenny? Zugriff. Petermann, ich verhafte Sie unter dem dringenden Verdacht, den Mord an Dennis Netzrim in Auftrag gegeben zu haben. Und Sie, Herr Netzrim, sind vorläufig festgenommen wegen dem Verdacht auf illegale Einfuhr, gefälschter Markenartikel und bandenmäßiger Hehlerei. Abführen. Sei festgenommen worden. Ihm wird unter anderem Anstiftung zum Mord vorgeworfen. Und noch eine weitere Meldung aus der Hansestadt. Den Ermittlungsbehörden ist ein großer Schlag gegen die organisierte Markenpiraterie gelungen. Hallo Mama. Ich weiß, ich wollte mich bei dir melden, ich hab's vergessen. Ja, nö, es geht mir gut, danke. Ich hab Mathe an drei Zügen. Das wüsste ich ja mal. Du bist wieder da. Bin wieder da.